Hey Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Dishonored. Ja, gut. Wir haben jetzt alles hier in der realen Welt dabei. Das ist eigentlich jetzt unsere Mission. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird es nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh, der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Die anderen, die mögen sie nicht. Irgendwo im Keller tötet ein Hund den anderen. Und Geld wechselt den Besitzer. Ich hatte einmal einen Seemann zum Freund. Er dachte, er könnte in den pandesianischen Klippen Gold finden. Nur sein Schiff trieb verlassen im Meer. Okay. Guten Tag, Meister Corvo. Was für Gelächter. Und sie haben sich einen Sinn in die alten Liebe. Das waren damals glücklichere Zeiten. Okay. Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 27. Als ich 13 Jahre alt war, starb endlich meine verhasste Stiefmutter. Und Pendleton Hall war wieder friedlich. Auch wenn mein Vater zu diesem Zeitpunkt unter schweren Depressionen... Sind Sie ein Edelmann, Corvo? In dieser heiklen Zeit niemand trat Waverly Boyle in mein Leben. Aber ich denke, Sie sind es. Die mir noch ein Gewächs in der Sache hätte. Nee, will ich ja gar nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Lesen. Okay. Ein Schlüssel. Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Wow. Münzen sind gut, das brauchen wir. Waren wir eben schon, lol. Nehmen wir jetzt erstmal kurz die Rune. Müssen wir auf J. So, Blutdurst. Hört Adrenalin auf und nehme ich dann Tötchen. Okay. Ne, wir machen jetzt erstmal eine Nachtsicht noch an. Um im Dunkeln sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände hindurch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition. Alles klar, nice. Das kann man alles direkt so machen, chillig.
Okay. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser alles Ziel klar. nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay. Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung als Attentäter. Ist komisch. Die ist komisch. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ich empfehle, nur mit der besten Ausrüstung aufzubrechen. Ja, okay. Wo ist denn Piero? Ah, da. Was kann ich für Sie tun? Habe ich denn... Warte mal, Verbesserungen? Habe ich nix. Aber ich könnte mir Armbrustbolzen kaufen. Da. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Ja. Konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Gut. Mach mal
sein. Das ist ja auch nicht klar. Ist schon verseucht genug. Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Ich sagte es doch. Eins, zwei. Da will ich hin. Immer her damit. Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Bitte, ich bin etwas aufgewühlt. Ich habe heute schlimme Dinge gesehen. Mhm. Okay. Alles klar. Eins, zwei, drei, hoch! Schätt ein Fertig hier! Stimmt! Sorry. Ging nicht anders. Der wieder aufsteht. Sie verbrennen die Wahl. Kommen Sie jetzt hin? Hey, wie komme ich da jetzt ran? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Hier ist er! So hilft mir doch jemand! Hi. Sorry. Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der So, Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben, okay? Das hatte ich schon. Der Schrecken von Brandisien ist in die Stadt gekommen. Der Dampf rasch aus der Fluss hinein. Ein ganzer Stadtteil lag im Dunkeln. Aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse, Barrett's Printing Firm, Pennyworth Tech and Channel Emporium, The Smoke Street Dice Hall. Okay.
Ein Haus ist einem Haus. Lumpen greifen dich nicht, denn du bist tot wie eine Maus. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, okay. Lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Natürlich. Lumpen, Lumpengräfin, komm raus aus deinem Haus. Lumpengräfin. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Okay. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Das ist auch nicht. Gut, ich habe eine Rune, ich kann natürlich nichts weiter machen. Ich muss also einfach warten, bis ich die nächste Rune habe. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Mach auf, Großmutter! Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind. Nicht auf. Ja. Wohin ist du verschüttet? Hallo! Blute! Was ist los mit ihm, Alter? Wir sind doch nicht im Zirkus. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu... Es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Okay. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Okay. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street-Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Nee. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher.
Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Was ist los mit ihr? Ist richtig crazy drauf. Ist ja richtig crazy. Zeit verlangsamen. Hat was. Aber... Irgendwie hat das was, tut mir leid, aber... Wir werden zur Asche, das ist doch geil. Hat was. Das finde ich toll, das macht mir Spaß. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Aha. Er hat da ist. Das ist nichts Schönes. Nur Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Zu den Waffen! Umzingelt ihn! Okay. Dann mal. Auf Kisten rechts und wähle den Weg übers Dach, finde einen anderen Weg. Nimm die Mitbeherrschung die Kontrolle über eine Ratte und benutzt den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Du was? Wir können Ratten übernehmen? Sind Ratten unsere Freunde eigentlich? Ja gut. Sollten nicht irgendwie zur Asche werden? Brauche echt Leben, ne? Und tschüss. Wie so ein Baseball. Achtung, Bürger von Dunwall. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Lass mich raus! Mir geht's... Ich werde jemand abgestochen. Komm mal jemand hierher! Ich bin gefangen! Nein! Von uns. Doch, hab ich doch gerade. Ach, scheiße. Echt, ich brauche echt Heal. Dringend Heal. Hexenfisch.
Ja. Gar nicht daran interessiert, irgendwie Schaden zu nehmen, deswegen. Tut mir leid, dass ich jetzt auf Fernkampf gehe. Da ist es, Bro. So. Alles klar, Leute, würde ich erstmal hier einen Cut machen. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao. Thank you.